Ich fand den ersten CSD extrem aufregend. Ich kannte damals nur den CSD in Frankfurt. Darüber kann man halt eine Zeit lang reden, aber vom Reden alleine kommt er ja nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen halt selber so ein CSD machen. Und deswegen war das schon für mich sehr, sehr bewegend. Und ich habe damals geweint. Ich muss es ehrlich zugeben. Ich stand damals im Publikum, weil ich wirklich unglaublich glücklich war über das, was da passiert ist und dass wir das so hinbekommen haben. Und das alles ehrenamtlich. Und das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, glaube ich, vom Darmstädter CSD. Was ich mittlerweile auch von vielen anderen CSDs gehört habe, die das zum ersten Mal machen, dass sie immer Angst haben, dass zur Parade oder zum Fest keiner kommt. Und es bewahrheitet sich nie. Und es war natürlich, es war auch in Darmstadt nicht so. Als dann der Tag gekommen ist, kamen eine ganze, ganze Menge Leute, auch viel, viel mehr als wir alle gedacht haben. Ich denke, es gibt keine Transperson, es gibt keinen schwulen Mann, es gibt keine lesbische Frau, die nicht irgendwann Momente der Unsicherheit oder der Gefahr, der Abwertung, der Ausgrenzung erlebt hat. Und wenn wir das nicht akzeptieren, dann müssen wir da halt versuchen, was gegen zu tun. Und ich glaube, das ist das zentrale Motiv. Auf dem Festplatz innerhalb der Parade, da sind wir einigermaßen sicher, aber schon auf dem Heimweg überlegt man sich natürlich schon, ob man sich noch als offen queer zeigt oder ob man vielleicht die Regenbogenflagge aus der Hosentasche dann doch wieder wegnimmt. Also für mich war das damals insofern was Besonderes, weil wir auch ja, an einem Punkt gestartet sind hier in Darmstadt, wo einfach es keine nennenswerten queeren Angebote mehr gab. Am Anfang war es so, also nicht nur für die AGCSD, sondern für alle AGs, die es so gab, dass wir keine Räume hatten. Also es ist nicht so wie jetzt, dass es ein queeres Zentrum gab, sondern wir haben uns mit kleineren AGs privat getroffen. Wir waren in den Anfängen des CSDs noch in einer ganz anderen Situation, weil der Kampf war weniger der um Gleichbehandlung als der um tatsächlich gleiche Rechte. Also ganz faktisch, gar nicht eine gesellschaftspolitische Forderung, sondern eine juristische Forderung. Alles, was wir haben und was wir erreicht haben, haben wir als queere Menschen gelernt, dass uns das nicht geschenkt wurde. Und wenn wir uns umgucken, sehen wir auch, dass es eine Menge Menschen gibt, die unsere Art zu lieben und unsere Art zu leben nach wie vor Wenn wir ablehnen. den Blick mal nach Polen oder Ungarn, Russland wenden, dann sehen wir, dass es auch wieder in die andere Richtung gehen kann. Dass auch Freiheiten und Rechte, die vielleicht erkämpft worden sind, durchaus kein stabiler Betonsockel sind, sondern auch wieder zurückgenommen werden. Und ich glaube, das sollte man immer ein bisschen im Kopf halten. Ich finde, das Feiern ist ein wichtiger Aspekt einfach von dieser Demonstration, die wir da jedes Jahr machen, weil es einfach zeigt, wie vielfältig wir sind und aus wie vielen verschiedenen Subkulturen wir eigentlich zusammengekommen sind. Ich finde den Aspekt von Feiern in der queeren Bewegung total wichtig und ich glaube, er hat auch was mit einer Entscheidung zu tun, nämlich mit der Entscheidung, ob man sich innerhalb von den vorgegebenen Normen und Strukturen versucht, irgendwie Aufmerksamkeit zu verschaffen. Durch die Teilnahme bei einem CSD politisiert man sich ja auch nochmal. Da erfährt man eigentlich, was schief läuft und was besser sein muss und kann das halt auch irgendwie besser ausdrücken. Für mich ist auch zusammen das Stichwort und das Zauberwort. Zusammen ist man am stärksten. Und das war in Darmstadt bei Vielbund und auch bei den CSDs immer so, dass es deswegen vor allem so gut funktioniert hat und auch ja, so eine große Wirkung, so eine große positive Wirkung nach außen gehabt hat, außerhalb von Darmstadt gehabt hat, weil wir immer zusammengehalten haben. Wir sind alle unterschiedlich, aber das macht den Kampf aus und das finde ich in Darmstadt besonders schön. Wird weitergehen und wir werden weiterhin sichtbar sein und weiterhin kämpfen für alles, was noch zu erkämpfen ist. Und ich bin froh, also auch Teil dieser queeren Community zu sein.